Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Assassin's Creed. So, das letzte Mal haben wir hier einen großen Teil der Aktivitäten gemacht, um uns aufs Attentat vorzubereiten. Und da machen wir gerade mal einen Rest, würde ich meinen. Wir haben hier ziemlich viele Gelehrte, fällt mir mal so auf. Also, wenn alles klappt in dieser Folge, die restlichen Aktivitäten und das Attentat. Und dann haben wir Akt 3 auch schon beendet. Also in etwa mehr oder minder die Hälfte der Akte. Und ein Drittel der Städte. Ja gut, zumindest hast du dich da festgegriffen. Hatte schon Zweifel, dass du das überhaupt hinbekommst. So. Das Gute ist, du brauchst jetzt keine Magenverkleinerung mehr. Ja, dank mir ruhig. Danke euch. Ich werde diesen Gefallen zurückzahlen. Das schwöre ich. Komm schon, zurückzoomen. Und jetzt kommt eine ziemlich beschissene Mission, nämlich ein Attentat. Bei denen darf man ja nicht gesehen werden. Friede sei mit euch, Alter, hier. Wir leben in schlimmen Zeiten, nicht wahr? Ich habe jedenfalls viele Probleme. Ich hatte den Auftrag, einige merkwürdige Vorkommnisse im Nobelviertel zu untersuchen. Und Talas Männer haben mein Gesicht gesehen. Mein Status ist unsicher. Würdet ihr sie für mich eliminieren? Im Tausch für die Informationen, die ihr sucht? So, dann sollen wir da zwei Typen finden. Und ich hoffe einfach mal, dass sie eben... Ja, das ging ja noch. So, das ging ja noch. Später gibt es da halt auch wieder eine mit... Assassinen auf einem Dach, was halt ein bisschen nerviger ist. Es gibt keinen Grund, sich so zu verhalten. Alter, ihr konntet die mich kannten, loswerden. Exzellent. Hier ist alles, was ich über Talal weiß. Er ist ein mächtiger Sklaventreiber, der ein Gebiet nördlich der Stadt besetzt, nahe der Barbakane. Er zahlt den Stadtwachen Tribut, damit er in den Schatten operieren kann. Aber nach dem, was ihr mir heute gezeigt habt, bin ich sicher, dass er dasselbe Schicksal erleiden wird wie die anderen. Ich danke euch, Alter, So, genug gedankt, wir haben Dinge zu tun. Da, belauschen. Aus dem Weg. Du bist unwichtig im Gegensatz zu uns. So. Und da hinten haben wir dann... Also da hinten irgendwo, wenn wir an den Häusern vorbeikommen. Aus dem Weg, Vetter. So etwas habe ich nie zuvor gesehen. So. Hinfort. Oh, ich weiß, was das ist und es gefällt mir kein bisschen. Hinfort. Warum behelligt ihr mich? Ja, habe ich mir es doch gedacht. Aus dem Weg, ihr. Ihr könnt nicht entkommen, Alter. Und bitte. Versucht es. Ich hol mir deinen Kopf. Ja, das Positive, du musst dich nie wieder rasieren. Danke, mein Junge. Ich wünschte, meine Söhne wären nur halb so tapfer wie ihr. Ich werde ihnen diese Geschichte erzählen, damit sie wissen, wie sich ein wahrer Held benimmt. So, und die Jungs hier werden uns jetzt helfen, die Kirche zu kommen. Oder Moschee oder was auch immer, mir egal. Halt irgendein Glaubenshaus, wo wir dann Leute belauschen können. Und dann haben wir auch alle Vorbereitungen getroffen und können Talal abstechen gehen.
So, kommt. Jungs, beeilt euch. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Es ist ein Feigling. Wenn das Geld nicht wäre, wäre ich längst fort. Ihr seid entweder dumm oder blind. Oder beides. Warum sagt ihr das? Ihr saht nicht, was geschah. Ich habe genug gesehen. Die Karawane wurde angegriffen und er hat sich davon gemacht. Nein, er ist nicht geflohen. Wie meint ihr das? Hast du vergessen, was aus den Angreifern wurde? Sie wurden von unseren Bogenschützen gefällt. Unseren Bogenschützen? Er war's. Allein. Du meinst, er hat uns gerettet? Ja, er lief auf höheres Terrain und tötete sie alle mit seinem Bogen. Das wusste ich nicht. Dieser Mann ist ein Meisterschütze. Merkt euch meine Worte. So. Was wollt ihr? Damit wissen wir nun auch das. Ungläubiger Stirn, du kannst mir nicht entdecken. Natürlich. Was macht ihr denn? Mich kostet hier gar nichts ein Kopf und jetzt aus dem Weg, Bauerngesindel. Ja, ihr solltet mir aus dem Weg gehen. Nein. Alter, hier, du bist so scheiße. Du willst mich gerade verarschen. Natürlich, eine Sackgasse. Komm her! Ich will dich abstechen, und zwar heute noch. Hängen die da oben jetzt? Ja. Friede sei mit euch, Malik. Eure Anwesenheit stört meinen Frieden. Was wollt ihr? Al-Mualem bat euch, eine niedere Arbeit auszuführen, um euch reinzuwaschen. Worum geht es also? Nun gut, Folgendes habe ich erfahren. Er handelt mit Menschenleben, entführt Bürger Jerusalems und verkauft sie in die Sklaverei. Ein Lager in der Barbakane nördlich von hier dient ihm als Basis. Just in diesem Moment bereitet er eine Karawane vor. Ich schlage zu, wenn er sein Lager inspiziert. Wenn ich seinen Männern ausweichen kann, sollte Talal selbst kein großes Hindernis darstellen. Kein großes Hindernis? Hört euch an! Wie arrogant! Sind wir fertig? Seid ihr zufrieden mit meinem Wissen? Nein. Aber es muss reichen. Ruht, bereitet euch vor, weint still in der Ecke. Tut, was ihr immer tut, bevor ihr ans Werk geht. Aber tut es leise. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. So. Dann wollen wir jetzt mal dazu kommen, unser Attentat zu vollführen. Wie hängst du bitte da? Also, wir haben ihn scheinbar nicht nur getötet, sondern auch aufgehangen. Sieht nämlich so aus, als wäre sein Kopf in der Schlinge da fest. Und mal sehen, wie kommen wir jetzt da hinten hin? Ja, du warst eh unnütz, also macht's hier nichts, dass wir dich losgeworden sind.
Und da hinten sollte es jetzt gleich irgendwo links gehen, hoffe ich, aus dem Weg. So, hier hinauf. Nein, ich habe aber noch viel, viel mehr. Und da hinten, glaube ich, sollten wir jetzt schon gleich sein. Ja, ich muss da an den Mauern durch. Ja, die wollen uns jetzt natürlich hindern. Wann wird er mit dem Unsinn aufhören? So. Das ist zwar voll unauffällig, wie wir das gerade gemacht haben, aber egal. Hier nicht, dann da hinten irgendwo. Ja, hier. Was nun, Sklaventreiber? Nennt mich nicht so. Ich versuche nur zu helfen, so wie mir geholfen wurde. Hilfe! Ihr tut ihnen keinen Gefallen, Helft damit mir. Sie so einzupferchen. Einpferchen? Ich biete ihnen Schutz und bereite sie auf die Reise vor, die vor uns liegt. Welche Reise? In ein Leben der Knechtschaft? Ihr wisst gar nicht. Es war dumm, euch hierher zu bringen. Zu denken, dass ihr sehen und verstehen würdet. Ich verstehe sehr gut. Zeigt euch! Ihr wollt den Mann sehen, der euch hergerufen hat. Ihr habt mich nicht gerufen. Ich kam von allein. Ja? Wer hat die Tür geöffnet? Den Weg freigemacht? Musstet ihr nur einmal eure Klinge gegen einen meiner Männer erheben? Nein. All das tat ich für euch. Dann tretet ins Licht und ich werde euch einen letzten Wunsch erfüllen. Nun stehe ich vor euch. Was ist euer Begehr? Kommt herunter. Lasst uns das ehrenvoll beenden. Warum muss es immer in Gewalt enden? Ich glaube, ich kann euch nicht helfen. Denn ihr wollt euch selbst nicht helfen. Und ich kann nicht zulassen, dass mein Werk gefährdet wird. Ihr lasst mir keine Wahl. Ihr müsst sterben. So. Dann hetzt er natürlich seine Männer auf uns, die alle ein bisschen höherstufig sind, wie wir ja sehen. So. Bitchslap für dich. Und du bist auch Geschichte. Also wollen wir da mal die Leiter hoch und unseren Freund aufspüren. Das hat nicht so geklappt, wie ich es erwartet hätte, aber wir sind ja nah. Ihr könnt nicht mehr fliehen. Teilt euer Geheimnis mit mir. Mein Part ist beendet. Die Bruderschaft ist nicht so schwach, als dass mein Tod sie aufhalten würde. Welche Bruderschaft? Al-Mualim ist nicht der Einzige,
der Pläne für das Heilige Land hat. Und mehr werdet ihr von mir nicht erfahren. Dann sind wir fertig. Bittet euren Gott um Gnade. Wenn es je einen gab, hat er uns lange verlassen. Uns und die Männer und Frauen, die ich bei mir aufgenommen habe. Wie meint ihr das? Bettler, Huren, Süchtige. Klingt das nach tüchtigen Sklaven für euch? Unfähig selbst für die niedersten Arbeiten? Nein, ich verkaufe sie nicht, ich rette sie. Aber ihr würdet uns alle töten. Und das nur, weil man es euch befahl. Nein, ihr profitiert vom Krieg, von zerstörten und gebrochenen Leben. Ja, so denkt ihr, in eurer Unwissenheit. Euren Geist ab. Man sagt, das könnt ihr am besten. Erkennt ihr nicht die Ironie darin? Nein, wohl noch nicht. Aber bald. So, und hiermit sind wir dann erstmal mit dem Attentat fertig und müssen jetzt nur noch außer Reichweite kommen. Wo ich jetzt erstmal das dafür benutze, damit wir zumindest mal nicht mehr gesucht werden. Wir sind zwar immer noch unter starker Beobachtung von allem und jedem, aber da hinten sollten wir jetzt durchaus hinkommen können. Ist ja nicht weit. Nein! Oh, ich hasse dich! So, hier oben dann hoch. Und es sind ja nur noch 40 Meter. In denen sollte ich eigentlich, wenn ich ein bisschen Glück habe, nicht entdeckt werden. Außer natürlich, wenn ich das so mache und auf einmal aus dem Himmel fall, dann werde ich auf jeden Fall entdeckt. So, aber da sind wir ja schon. Und unser aufgehängter Freund ist auch nicht mehr da. Altair, wie wunderbar, dass ihr zurückgekehrt seid. Und wie verlief eure Mission? Die Tat ist vollbracht. Talal ist tot. Oh, ich weiß. Für wahr. Die ganze Stadt weiß es. Habt ihr die Bedeutung von dezent vergessen? Ein Assassine stellt sicher, dass viele von seiner Tat erfahren. Nein, ein fähiger Assassine behält jederzeit die Kontrolle. Wir können über Details streiten, Malik. Aber Tatsache ist, dass ich die von Al-Mualim übertragene Aufgabe erfüllt habe. Dann geht. Kehrt zu dem Alten zurück. Lasst uns sehen, auf wessen Seite er steht. Ihr und ich stehen auf derselben Seite, Malik. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Das Ziel wurde eliminiert. Was ist jetzt schon wieder? Ich habe komische Temperaturanzeigen. Ich glaube, der Animus läuft heiß. Jesus, immer ist irgendwas. Wie lange? Weiß ich noch nicht. Diese Verzögerungen sind inakzeptabel, Miss Stirne. Ich will jede Stunde einen Bericht. Es wird ein Weilchen dauern, Desmond. Warum legen Sie sich nicht hin oder so? Ruhen sich aus. So, dann sprechen wir mal gerade noch mit ihr. Wenn das möglich ist, nachdem er natürlich aus dem Raum ist. Warum schreit er sie immer an? Es ist seine Maschine. Seine Theorien, aber er hat sie nicht selbst gebaut. Wer dann? Sie? Nein, Abstergo hat ein Ingenieursteam. Es gibt nicht viel, was sie nicht haben. Aber ich habe den Zusammenbau überwacht. Schätze, deshalb ist er immer wütend auf mich. Er ist ein Arsch. Er steht unter großem Druck.
Wie wir alle. Unglaublich, dass Sie diesen Kerl verteidigen. Warren rettete mein Leben. Wenn er gern ein bisschen herumbrüllt, lassen Sie ihn. Ihr Leben also. Wie, er rettete Ihr Leben? Sie sind nicht der Einzige, der nachts nicht nach Hause geht, Desmond. Moment, Sie sind eine Gefangene? Als Sie auf mich zukamen, habe ich gerade meine Doktorarbeit beendet. Die Uni hat deutlich gemacht, dass ich dort keine Zukunft hätte. Sie mochten das Thema der Arbeit nicht, nannten es Pseudowissenschaft. Sie sagten, ich würde die ganze Fakultät in Verruf bringen. Es war überall dasselbe. Bei den anderen Unis und Firmen, wo ich mich vorstellte. Mir gingen ziemlich schnell das Geld und die Zeit aus. Und ich war so kurz davor, Kellnerin zu werden. Dann kam ein Brief. Von Wittig? Er verfolgte meine Karriere seit dem Erstsemester und wollte mich treffen, um über meine Zukunft zu sprechen. Sie können sich nicht vorstellen, wie gut das tat. Also habe ich ihn getroffen. Was hatte ich zu verlieren? Er bot Ihnen einen Job an. Ja, hier bei Abstergo, um beim Animus-Projekt zu helfen. Es bot mir eine Chance, meine Professoren zu widerlegen. Wie hätte ich das ablehnen können? Ich habe den Teil verpasst, wo Sie gefangen wurden. Manchmal frage ich mich, ob die nicht hinter allem stecken. Ob die das alles so manipuliert haben, dass ich in diese Situation kam. Die können das. Die können alles. Ich habe nicht nachgedacht, als ich zusagte. Sie haben mir sogar gesagt, dass ich kaserniert werde. Für 6 Monate, maximal 1 Jahr. Wenn das Produkt fertig wäre, gäbe es keinen Grund zur Geheimhaltung mehr. Aber bis dahin sei ich ein Gast der Firma. Zumindest haben sie das gesagt. Und als er fertig war? Sie kamen, als ich schlief. 3 Kerle. Bewaffnet. Sie zerrten mich aus dem Bett. Gott, das Schlimmste war, dass ich sie kannte. Einer von ihnen, Richard, wir haben manchmal zusammen Mittag gegessen. Und jetzt wollte er... Sie haben Witze gerissen. Ich wollte weglaufen. Er schlug mich. Und dann sagte er mir, dass ich sterben würde. Gott, was haben Sie getan? Nichts. Ich habe mir dauernd gesagt, ich träume nur. Und dann kam Warren. Er schrie sie an, dass sie mich in Ruhe lassen sollen. Und sie gehorchten. Unglaublich. Er ist kein glücklicher Mann, Desmond. Ich würde nicht einmal sagen, dass er ein guter Mann ist. Aber er hat mich gerettet. Sie kamen nicht zurück. Und er hat versprochen, dass sie nie wieder kommen würden. Sie sitzen immer noch hier fest und arbeiten für die. Aber ich lebe. Wie auch immer. Ich muss den Animus reparieren. Wir sehen uns morgen, Desmond. Gar nicht müde? Kann nicht reden, hab zu tun. So, dann wollen wir mal wieder in unser Zimmer gehen und mal sehen, was dann so auf uns zukommt. Was zum... Jemand war hier drin. Sieht aus wie ein Zugangscode. So, dann haben wir einen Code und mit dem, wenn ich mich nicht täusche, können wir jetzt genau das hier machen. Und wir haben freien Zugang auf hier draußen. Und damit haben wir Lucys Stift, mit dem wir dann hier auf den Monitor am Animus zugreifen können. Raus aus dem Bett! Es wird ein schöner Tag. Sie sind aber heute gut gelaunt. Miss Dillman hat einige Modifikationen am Animus vorgenommen. Sie sollten jetzt noch länger drinbleiben können. Um Ihnen bei der Schatzsuche zu helfen? Das ist eine ernste Angelegenheit, Mr. Miles. Ich glaube, Sie wissen die Arbeit, die Abstergo leistet, nicht zu würdigen. Vielleicht, weil ich überhaupt nicht weiß, was ihr Leute tut. Wir ändern die Welt.
Jeden Tag, auf 100 verschiedene Arten. Wussten Sie, dass beinahe jeder Durchbruch des letzten Jahrtausends, sei er medizinisch, mechanisch oder philosophisch, von Abstergo oder seinen Vorgängern kam? Das ist eine kühne Behauptung, Doc. Meinen Sie nicht, Sie übertreiben da ein bisschen? Nicht im geringsten. Oh, natürlich ernten wir nicht die Lorbeeren. Das würde viel zu viel Aufsehen erregen. Wir suchen uns unsere Günstlinge sorgfältig aus. Warum? Ist das nicht offensichtlich? Es bedeutet, dass wir die Kontrolle haben. Aber wie? Was macht Sie so besonders, so clever, dass Sie all diese Dinge erfinden konnten und wir Normalsterblichen wie die Idioten herumstolpern? Um fair zu sein, wir erfinden sie nicht. Wir finden sie. Finden? Es sind Geschenke, Mr. Miles, von denen, die vor uns waren. Wir sprechen später weiter. Die Zeit drängt. So, jetzt können wir uns auch bewegen. Morgen, Desmond. Ja, hi. Ja, und nun können wir noch was machen. Und schon haben wir den zweiten Stift, mit dem wir dann auf seine Papiere zugreifen können. Aber ich sehe, dass ich eigentlich schon etwas überziehe, aber wir treffen uns gerade noch mit Al-Mualim, weil dann sollte ich da einen Save-Punkt haben. Wenn sie entdeckt wurden, töten sie einige ihrer Verfolger, um leichter zu entkommen. Tretet ein, Altair. Ihr schlagt euch gut. 3 von 9 sind tot. Und dafür gebührt euch mein Dank. Aber ruht euch nicht auf euren Lorbeeren aus. Es hat gerade erst begonnen. Ich stehe zu euren Diensten, Meister. König Richard, ermutigt durch seinen Sieg bei Akkon, bereitet einen Zug gen Süden auf Jerusalem vor. Salah al-Din ist sich dessen bewusst und sammelt die Seinen vor der zerstörten Zitadelle von Arsur. Wollt ihr denn, dass ich beide töte? Ihren Krieg beende, bevor er richtig beginnt? Nein. Das würde ihre Armeen zerstreuen und das Land dem Blutdurst tausender zielloser Recken preisgeben. Sie werden erst in vielen Tagen aufeinandertreffen. Und derweil sie marschieren, kämpfen sie nicht. Ihr müsst euch um eine dringlichere Bedrohung kümmern. Die Männer, die so tun, als würden sie in ihrer Abwesenheit herrschen. Liefert mir Namen und ich liefere euch Blut. Das werde ich. Abul Nukut, der reichste Mann in Damaskus. Majid ad-Din, Regent von Jerusalem. Wilhelm von Montferrat, Lehnsherr von Akkon. Was sind ihre Vergehen? Gier, Arroganz, das Abschlachten Unschuldiger. Mischt euch unter das Volk dieser Städte. Dann erfahrt ihr von ihren Sünden. Habt keinen Zweifel, dass diese Männer dem Frieden, den wir suchen, im Wege stehen. Dann sollen sie sterben. Ihr habt euch ein weiteres Ausrüstungsstück verdient. Nehmt es. Macht es euch zunutze. Kehrt nach jedem Anschlag zu mir zurück, auf dass wir ihre Absichten erkennen mögen. Und, Altair, seid wachsam. Eure Taten haben wohl die Aufmerksamkeit der Stadtwachen erhöht. Sie werden jetzt misstrauischer sein als zuvor. DNA-Synchronisation hinzugewonnen. Und wir haben endlich die Handschuhe. Mit denen können wir uns halt losreißen, wenn wir von irgendeinem Soldaten gepackt werden sollten. Und viel wichtiger, wir können uns womit an Kanten festgreifen. Altair, mich dünkt, meine Schüler verstehen nicht ganz, was es heißt, eine Klinge zu führen. Vielleicht mögt ihr ihnen zeigen, was ihr wisst. Das ist dieses Losreißen, wovon ich gesprochen habe. Das Werk eines Meisters. Und so, meine Schüler, sollte ein Mann kämpfen. So, mit dem Griffbrecher können wir jetzt dieses Tutorial verlassen. Ich verstehe.
Und dann würde ich auch mal meinen, wir sehen uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Assassin's Creed. Obwohl, reise ich gerade noch nach Damaskus ins Büro. Weil dort sollte es dann halt eben speichern. Unbemerkt in bewachte Bereiche zu gelangen. Ja, habe ich hier einen Speicherpunkt, muss das nächste Mal nicht wieder machen. Und wie gesagt, schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Assassin's Creed.